Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der heutigen Begegnung Kickers Offenbach gegen den SV Waldhof Mannheim. Endstand 1:1 unentschieden. Die offizielle Zuschauerzahl 6.630. Ich darf begrüßen die beiden Trainer, Gerd Deif vom SV Waldhof, natürlich auch Olli Reck vom OFC. Und darf den Herrn Deif bitten um sein Statement. Gut, ich denke, nach den intensiven 90 Minuten ist es aus meiner Sicht so, dass wir mit dem heutigen Punkt sehr gut leben können. Wir sind eigentlich 85 Minuten unter Dauerdruck gestanden, sind durch ein glückliches Tor in Führung gegangen, konnten aber ab dieser 10. Minute wenig Entlastung dem OFC entgegensetzen und er war auch direkt nach dem Spiel dem Olli meine Glückwünsche für die starke Leistung ausgesprochen. Wie gesagt, es ist zwar vielleicht jetzt ein bisschen ironisch, dass nur ein Punkt rausgekommen ist, aber der OFC war also bis dato die stärkste Mannschaft, auf die wir getroffen sind. Und wie gesagt, wir konnten glücklich dann letztendlich nach den 90 Minuten den Punkt mitnehmen. Wie gesagt, wenig Entlastung gehabt, eine hohe Fehlerquote. Das hat immer wieder zu Chancen der Offenbacher geführt, zu vielen Strafraumszenen, Flanken, Schüssen aus der zweiten Reihe, wo meine Mannschaft dann zwar sich aufopferungsvoll hineingeworfen hat, sodass kein Treffer zustande gekommen ist und hat dann, wie gesagt, in der 70. Minute unachtsam gewesen auf der Seite, eine Überzahlsituation im Strafraum, Überzahl, mussten dann das Gegentor hinnehmen und dann war eigentlich mit dem Schlimmsten zu rechnen. Der Druck ist ein wenig dann abgefallen nach der gelb-roten Karte, wo wir dann sogar nochmal zwei vielversprechende Möglichkeiten hatten, was das Spiel dann letztendlich auf den Kopf gestellt hätte. Aber unserem Strich war es für uns wichtig, nach zwei verlorenen Spielen hier jetzt einen Punkt mitzunehmen. Und jetzt regenerieren wir und am Freitag geht es weiter gegen den VfB. Vielen Dank. Danke, Olli. Ja, Gerd, sicherlich nehme ich deine sehr warmen und gut gemeinten Worte sehr wichtig, sehr ernst, weil du bist ein erfahrener Trainer und dann nimmt man das gerne mit. Ich muss sagen, dass ich diese Mannschaft des OFC seit Wochen, ich glaube, das Gefühl, die 8. englische Woche, ich weiß aber nicht genau, vielleicht habe ich noch verrechnet, vielleicht waren es nur 6 oder 5, aber was diese Mannschaft in diesen Wochen leistet, das ist schon phänomenal. Ich glaube, dass wir gegen die sogenannten Top-Teams in dieser Liga, ob das in Saarbrücken war, letzte Woche in Stuttgart, heute gegen Waldhof Mannheim, eigentlich in jedem Spiel die bessere Mannschaft sind. Und zwar nicht immer belohnen, aber oftmals. Ich glaube, es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Wir sind sehr unglücklich in Rückstand geraten, durch einen Fehler leider von Daniel. Aber ich glaube, unsere Mannschaft hat das dann genau so beantwortet, wie ich von dieser Mannschaft erwarte, eine Reaktion auf den Platz zu zeigen und sich auch mal für den Torwart zu stellen. Und das haben sie heute getan. Sie haben für den Daniel in der zweiten Halbzeit dieses Ding noch umgebogen. Sicherlich nicht zu 3 Punkten, aber zumindest zu keiner Heimniederlage. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, denn es wäre für die Moral unwahrscheinlich schlecht gewesen, wenn wir dieses Spiel heute verloren hätten. So gehen wir trotzdem bestärkt aus der Situation heraus, weil wir so ein Spiel noch gedreht haben. Und wir hätten es natürlich auch gewinnen können, aber wir hätten es auch verlieren können. Das ist Fußball. Ne? Gelb-rote Karte, 2 unnötige Fouls vielleicht, zu rabiat eingestiegen in Situationen und der Schiedsrichter musste reagieren. Und ich glaube, trotzdem hat meine Mannschaft oder unsere Mannschaft heute das gezeigt, was ich mir vorstelle. Wir spielen Fußball, wir kombinieren, wir versuchen auf dem Platz Überzahl zu schaffen, wo es geht. Wir versuchen den Ball nach vorne zu tragen mit schnellen Kombinationsspiel und so stelle ich mir das vor und das wollen wir weiter ausbauen. Wir haben heute gegen trotzdem eine gute Mannschaft im Waldhof gespielt und die haben uns alles abverlangt und trotzdem haben wir 90 Minuten richtig dagegen gehalten. Das war das Credo, dass jeder Zuschauer, der heute da war, wieder zurückkommt zu diesem Spiel und sich die nächsten Spiele genauso anschaut. Und das haben wir, glaube ich, erreicht mit diesem Spiel. Vielen Dank. Gibt es denn noch weitere Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um Handzeichen. Heute mal nicht. Gut. 3 weitere Spiele hatten wir heute Nacht in der Regionalliga Südwest, der VfB gegen die Kickers im Stuttgarter Derby 1:3. Dann hatten wir TSV Steinbach gegen die TSG Offenheim 3:0 und Formatia Worms gegen Eintracht Trier 1:0. Ja, wir wünschen dem SV Waldhof alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und wir sehen uns wieder am 2.10. dann gegen den 1. FC Kaiserslautern. Danke und noch einen schönen Abend. Thank you.